Gut oder böse, eine bewusste Entscheidung? Die Menschheitsgeschichte ist voll von Krieg, Massenmord, Terror und Unterdrückung. Berichte über Serienmorde und Attentate geben sich wöchentlich in den Nachrichten die Klinke in die Hand. Amoklauf, Selbstmordattentate und Angriffe auf das Leben und das persönliche Eigentum stehen anscheinend auf der Tagesordnung. Sogar Veranstaltungen, die eigentlich die Zusammengehörigkeit fördern sollen, wie sportliche Wettkämpfe, Feste oder Konzerte, stehen immer öfter im Schatten von Gewaltexzessen und der Missachtung des friedlichen Gemeinwohls. Die ständige Polizeipräsenz und ein stattliches Aufgebot an Security-Mitarbeitern nehmen Veranstaltungen im öffentlichen Raum die Leichtigkeit und die Freude, mit der wir sie einstmals verknüpften. Ohne diese Maßnahmen jedoch würden Chaos und Übergriffe mit Sicherheit nicht ausbleiben. Was ist los mit uns Menschen? Oder ist überhaupt etwas anders als früher? Täuscht nur die Dichte der Nachrichten und deren Übermittlung in Echtzeit darüber hinweg, dass früher alles besser war? Der renommierte amerikanische Psychologe und Stanford-Dozent Philip Zimbardo fasste seine Erkenntnisse aus jahrelanger Forschung in seinem Bestseller »Der Lucifer-Effekt« eindrucksvoll zusammen. Und er muss es wissen. Philip Zimbardo leitete 1971 das bis heute legendäre Stanford-Prison-Experiment. Nach dem Milgram-Experiment ist es bis heute die bekannteste Studie über die Neigung zu brutalen Machtmissbrauch von ganz normalen Menschen. Sein Ziel war es herauszufinden, warum an sich gute Menschen böse Dinge tun. Seine Erkenntnisse lassen sich in vier Faktoren zusammenfassen, die dafür entscheidend sind. Als Entschuldigung oder Freibrief sind sie jedoch nicht zu verstehen. Sie sollen uns lediglich dabei helfen, dass manchmal schier unfassbare Grauen, zu dem Menschen fähig sind, zumindest ansatzweise zu begreifen. Was Menschen dazu bewegt, erfährst du in unserem heutigen Video. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Vorurteile dominieren unser Denken und unser Handeln. Von Kindheit an sind wir Glaubenssätzen ausgeliefert, die wir entweder von unseren Eltern und Erziehungsberechtigten, unserem Umfeld oder den Medien übernehmen. Je nachdem, in welcher gesellschaftlichen und sozialen Schicht, in welchem Kulturkreis und unter welchen Bedingungen im Hinblick auf Bildung und Informationsgewinn wir aufwachsen, halten wir an diesen Vorurteilen fest bis ins Erwachsenenalter. Im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen kann das fatale Folgen haben. Eine Umfrage von Zimbardo und seinem Team unter gebildeten und aus stabilen sozialen Verhältnissen stammenden Studierenden ergab dabei beispielsweise, dass sie Afroamerikaner für kriminell und gefährlich, Juden für geldgierig und Japaner für hinterlistig hielten. Eine Begründung konnte niemand von ihnen für dieses Stereotype-Denken liefern. Nummer 2. Gruppenzwang und Gruppenkonformität. Selbst wenn wir Menschen als Individuen sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden können, in der Gruppe kommt uns dieses Wissen ziemlich schnell abhanden. Hier regiert plötzlich eine ganz eigene Dynamik das Geschehen und manche Dinge entgleiten uns, wenn stärkere Persönlichkeiten als wir selbst die Kontrolle übernehmen. Hier wird uns unser allzu menschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft zum Verhängnis. Wir wollen Teil einer Gemeinschaft sein und nicht wie einsame Wölfe ausgegrenzt und allein unser Dasein fristen. Wenn wir uns gegen die Meinung der Gruppe aussprechen würden, wären Widerstand, Unverständnis, Mobbing und Ausgrenzung aus der Gemeinschaft die Folgen. So kommt es recht schnell dazu, dass eine Gruppe keine Summe ihrer Individuen mehr ist, sondern ein ganz neuartiges Wesen wird, das sich in kürzester Zeit zu asozialem, gewaltbereiten und kriminellen Verhalten hinreißen lässt. Da dieselben Glaubenssätze innerhalb einer Gemeinschaft auch immer und immer wieder zur Sprache gebracht werden, findet zusätzlich eine Art kollektive Gehirnwäsche statt, die uns auch den letzten Rest an Urteilsvermögen raubt. Erschwerend kommt die Neigung des Menschen zur jeweils komfortabelsten Lösung hinzu. Ein Auflehnen gegen Autoritäten wäre anstrengend, hätte unschöne Konsequenzen und würde uns aus der Gemeinschaft ausschließen.
Wir würden unsere Privilegien verlieren, unser Ansehen und vielleicht sogar unsere Lebensgrundlage. Ja sagen erscheint uns im Zweifelsfall also ganz automatisch als die bessere Lösung. Nummer 3. Sozialverhalten und Immobilien. Die Lage entscheidet. Massenmorde, Gruppenvergewaltigungen und Massaker an Frauen und Kindern sind unbeschreibliche Gräueltaten, ohne welche aber anscheinend kein kriegerisches Ereignis in der Geschichte der Menschheit auskommen konnte. Ein fairer Kampf, Mann gegen Mann, bleibt ein Krieg niemals. Die eigentlichen Opfer sind immer innerhalb der wehrlosen Zivilbevölkerung zu verzeichnen. Es ist mehr als nur unwahrscheinlich, dass Massenphänomene wie der Zweite Weltkrieg ausschließlich von Millionen von Natur aus bösen Menschen geleitet wurden. Diese Theorie bestätigten auch die Untersuchungen der entwürdigenden Behandlung von Gefangenen während des Irakkrieges, die von den Soldaten auch noch fotografisch dokumentiert wurden, ähnlich wie die Gräueltaten der Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern. Viele der Aufseher dort übten vor und nach dem Krieg ganz gewöhnliche, langweilige Berufe aus und waren völlig unauffällige, brave Bürger. Was sie vom Menschen zur Bestie machte, war das Umfeld und die Umstände, die dort herrschten oder befohlen wurden. Letzteres führt nahtlos zum nächsten Punkt. Nummer 4. Befehle befolgen. Kadaver, Gehorsam gewinnt. Hier legte der amerikanische Soziologe und Verhaltensforscher Stanley Milgram bereits 1961 ein erschütterndes Zeugnis menschlicher Verhaltensweisen vor. Die Schwelle, anderen Menschen auf Befehl vermeintlich starke Schmerzen zuzufügen, war erschreckend niedrig. Milgram wollte mit dieser Studie eine halbwegs plausible Erklärung dafür finden, wie die unermesslichen Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges in den Arbeits- und Konzentrationslagern überhaupt möglich gewesen waren. Von der Deutlichkeit seiner Studienergebnisse war er, wie Jahre später Philipp Zimbardo übrigens auch, mehr als nur schockiert. Beide Feldversuche mussten aufgrund der zutage tretenden Brutalität der Akteure vorzeitig abgebrochen werden. Was lösen Befehle also in uns aus? Ist es ein Mechanismus, den die Natur gemäß dem Gesetz der Stärkeren uns eingepflanzt hat? Ist es die angenehme Vorstellung, jede Verantwortung damit abzugeben? Ist ein Befehl ein Persilschein für brutales, unmenschliches Verhalten? Diese These konnte Zimbardo mit seinem Stanford-Prison-Experiment 10 Jahre später widerlegen. Seine sogenannten Aufseher hatten in ihrem Gefängnis völlig freie Hand darüber, wie sie für Recht und Ordnung sorgten. Sie hatten die Wahl und bevorzugten dennoch Erniedrigung, Brutalität und Gewalt. Unser heutiges Fazit: Gibt es eine Veranlagung für das Böse? Abgesehen von der Erbsünde wäre es aus wissenschaftlicher Sicht gleichfalls höchst interessant, ob es so etwas wie eine genetische Prädisposition oder eine Neigung dafür gibt, sich zu einem bösen Menschen zu entwickeln. Sind manche Menschen anfälliger dafür als andere? Philipp Zimbardo entlässt uns hier leider nicht aus der Verantwortung. Seinen Forschungsergebnissen zufolge ist jeder Mensch, egal welcher Herkunft, ein mögliches Opfer des Lucifer-Effekts. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, also einer oder alle 4 der genannten Umstände gegeben ist, kann jede und jeder von uns zu Tätern oder zur Bestie in Menschengestalt mutieren. Klar zu unterscheiden sind hier Ausnahmesituationen, wo das eigene Leben auf dem Spiel steht oder das unserer Lieben. Notwehr und perfides Kalkül wie jenes der sogenannten Endlösung des Naziregimes sind in keinster Weise miteinander zu vergleichen. Eine spontane Kurzschlusshandlung und sadistische Gewaltverbrechen über einen längeren Zeitraum hindurch sind gleichfalls mehr als nur 2 verschiedene Paar Stiefel. Was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist nicht nur die Fähigkeit, rational zu entscheiden. Auch das Abwägen der Konsequenzen unserer Handlungen und Empathie für unsere Mitmenschen wurden uns mit auf den Weg gegeben. Die 4 eben beschriebenen Faktoren mögen ein Abdriften in Brutalität und Kriminalität erklären. Eine Entschuldigung dafür sind sie nicht. Die Entscheidung, gut oder böse zu sein, treffen wir im Endeffekt selbst. Sie kann und darf uns niemand abnehmen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.